Tiny Build Lazy Beer Games. Tja, wer hätte es gedacht, dass wir es nochmal spielen? Am 17. Januar 2017 habe ich die gute Seite durchgespielt von Punch Club und wir spielen tatsächlich nochmal ein Spiel. Los geht's! Und tatsächlich, ich habe das damals auch auf meinem Laptop gespielt. Ich habe die Speicherdatei nicht rübergeholt. Ich habe auch das Spiel eigentlich nicht installiert. Ich kann mich zumindest nicht entsinnen. Trotzdem ist das alles auf diesem Rechner auch vorhanden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist aber egal. Los geht's. Wir spielen aber ausnahmsweise auf Normal und nicht auf Hardcore. Alle Gegner werden deinen Werten angepasst. Wenn die angepasst werden, macht's das nicht leichter? Super einfach. Im Super-Einfach-Modus werden deine Werte mit der Zeit nicht schwächer. Das bedeutet, dass die Spielbalance komplett kaputt ist und Punch Club viel zu einfach wird. Achievements sind deswegen nicht verfügbar. So fühlt es sich an, ein wahrer Held im Punch Club zu sein, aber ohne vor Frust deine Maus an die Wand zu schmeißen. Oder soll ich doch mal den Hardcore-Modus probieren? Was heißt denn das? Alle Gegner werden deinen Werten angepasst. Heißt das, die werden einfach nur stärker als ich angepasst oder die werden einfach nur angepasst, wie ich gerade drauf bin? Ach komm. Wir machen mal ein Hardcore-Spiel und nennen unseren Helden Schluffi. Passt doch, oder? Ich krieg eh im ersten Anfangs auf die Fresse. Eines Tages werdet ihr besser sein als ich. Euer Potenzial ist grenzenlos. Gebt Acht auf eure Amulette. Sie werden euch dabei helfen, eure Talente irgendwas. Ich habe mich vergessen, ich war da gelesen. Eure Mutter ruft euch, lasst sie nicht warten. Ich weiß, dass du mir nicht zuhören musst. Der Tod, irgendwas. Sollte ich schneller lesen. Sei nicht traurig, mein Sohn. Du musst jetzt stark sein. Stärker als ich und das nächste Mal, wenn du gegen jemanden kämpfst, wirst du so fleißig trainiert haben, dass du eine Pistolenkugel abprallen lässt. Und wenn die Zeit gekommen ist, wirst du bereit sein. Schön, danke. Ja. Bla bla bla. Lass mich heulen, ich bin beschäftigt. Hallo? Schläfst du noch? Schwing dein Frauen hinter vom Sofa und geh zur Arbeit. Wie wäre das? Ja, keine Lust. Von mir kommst du keinen müden Zeit mehr. Such dir einen Job. Keine Zeit mehr, einen Job zu suchen. Ich muss trainieren und frühstücken. Oh, ich will aber gar nicht trainieren. Die Trainings sind scheiße. Ich sollte ein paar Liegestütze machen. Und schon haben wir Hunger. Wahnsinn, wie wenig Liegestütze der innerhalb von einer halben Stunde schafft, oder? Das sollte noch Essen im Kühlschrank sein. Ah, wir haben noch Limonade und Tiefkühlpizza. Es gibt zwei Errungenschaften. Ich weiß nicht. Ist es eine für die, wenn man keine Tiefkühlpizza isst? Weil es gibt ja eine für Tiefkühlpizza, vielleicht, ich weiß nicht, was da für versteckte Errungenschaften sind, egal. So wie normale Pizza, nur gefroren. Ich esse mal eine Pizza. Okay, jetzt bin ich bereit für einen Job. Schauen wir mal die Zeitung an. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht ins Klo gegriffen mit Hardcore. Nicht gerade der beste Job, aber was soll's. Ah ja. Komm, wir nehmen den Bus und... Deine Kleider, gib sie mir sofort. Yo. Klar doch, und hier sind meine Schuhe. Der Räuber mag deine Schuhe nicht. Jetzt gibt's Prügel. Hallo Karl Klammer. Du bist wie immer schön bekifft. Und wir können natürlich nicht viel, wir können den Schlag. Ein einfacher und energieeffizienter Schlag. Schön. Und der kann den Berserker und der kann den hohen Schlag und der kann den Schlagmann mit seinem Baseballschläger. Hat 8-mal so viel Stärke wie wir, 5-mal so viel Geschick und 3-mal so viel Ausdauer. Yay, er hat doppelt so viel Leben wie wir. Es gibt sogar eine Errungenschaft, dass man diesen Kampf gewinnt. Ich frage mich, wie man das schaffen soll. Okay, okay, okay. Wir können zuschlagen. Oh, Moment. Wir können zuschlagen und wir können zutreten.
Ja, Ach komm, der macht uns doch eh platt. Wie soll ich denn das gewinnen? Wenn ich nicht Glück habe und der einfach noch nicht angreift und wir liegen am Boden in der ersten Runde, noch nicht mal eine Viertelrunde. Du verlierst. Ja, danke. Ich sollte härter trainieren. Erster Kampf. Du hast gerade deinen ersten Kampf gewonnen. Fühlt sich komisch an. Ja, habe ich wirklich gerade gewonnen? Ich habe gerade gedacht, ich bin gerade in meinem eigenen Blut aufgewacht, aber wird schon stimmen. Ich habe dich kämpfen sehen. Das war beeindruckend. Ach ja, warte mal. Das hat ja Effekt gehabt. Ich hatte schon immer einen guten rechten Haken. Ich glaube, das erhöht unsere Stärke. In der Schule nannten sie mich früher Wiesel. Ich sehe vielleicht ein bisschen dünn aus, bin aber sehr flink. Ich glaube, ich gehe mal auf eine andere Schule diesmal. Also ich weiß, die Stärke-Schule ist nicht so unbedingt meins, glaube ich. Ich gehe mal auf die Ausdauerschule diesmal. Du bist nicht wirklich zäh, aber du bist wirklich schnell. Ich habe noch nie gesehen, oder hatte ich das letzte Mal auch Hungerhaken. Eine steife Prise kann ich von den Füßen fegen. Du wirst nie stark sein, aber du bist schnell. Erleide mehr Schaden, aber weiche häufiger aus. Mist, das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, auch. Mach dich frisch und komm dann in mein Büro vorbei. Dann unterhalten wir uns mal, wie schnell du auf die Fresse gekriegt hast. Triff Mick im Büro. Es wäre toll, wenn du Apu in seinem Laden besuchen könntest. Sag ihm, meine Fleischlieferung ist immer noch nicht gekommen. Und wir treffen Apu. Wollte ich nicht gerade arbeiten gehen? Ach, wird schon egal sein. Fahren wir zum Micks Büro. Du hast Mick getroffen. Er weiß viel über das Kämpfen. Etwas verbindet euch, obwohl du ihn noch gar nicht angesprochen hast. Schön. Hi, wie ich bereits sagte, hast du Potenzial. Ich kann aus dir einen Champion machen. Das wird ein langer Weg und du musst den ersten Schritt tun. Ein Freund von mir betreibt in seinem Muckibüro eine Amateurliga. Wenn du die gewinnen kannst, werde ich dich trainieren. Gehe zu Silvers Turnhalle. Da kannst du trainieren und wenn du keine Lust mehr hast, nur zu Hause sein. Triff Silver, besuche Silvers Studio. Wenn du knapp bei Kasse bist, komm hier vorbei und ich gebe dir was zu essen. Ja, aber ich muss gerade mit meinen Muskeln spielen. Das ist viel, viel wichtiger. Auf zur Stadtkarte und... Ach ja, richtig. Ich muss ja anfangs erstmal alles schön abfrühstücken. Hi, Mick hat gesagt, dass ich bei dir trainieren könnte. Mick, ich dachte, der hat mit Boxen nichts mehr zu tun. Ich bin Silver. Du kannst hier trainieren. Warum auch nicht? Yeah. Du hast Silver getroffen. Er wirkt arrogant. Hoffentlich lernst du was von ihm. Mick hat ja bestimmt von unserer Anfängerliga erzählt. Du kannst gerne mitmachen. Ich erreiche den 5. Platz in der Liga. Du siehst so aus, als könntest du kämpfen. Du bist auf ein Übungsfeld wie mich. Klar, warum nicht? Ich werde eh auf die Fresse kriegen. Ich guck mal, der hat alle Level auf 5 und der kann ausweichen und solche tollen Sachen und ich bin voll der Schluffi, so wie der Name schon sagt. Ich find's immer noch blöd, dass man... Also das hätten sie wirklich besser machen können. Ich kann halt absolut nichts hier machen. Los, fight! Ich habe ihn häufiger getroffen, aber er macht halt deutlich mehr Schaden an mir. Der wird mich gleich zu Boden kicken. Ja, ich blute schon recht heftig, glaube ich. Ja, noch ein Treffer und ich bin am Boden. Ja, noch ein. Okay, das war's. Aber ich habe Spaß dabei, wenn ich auf die Fresse kriege. Das ist auch schön. Nicht schlecht, aber deine Verfassung ist alles andere als gut. Du kannst hier trainieren, aber nicht umsonst. Aber weil du Mick kennst, bekommst du einen Rabatt. Okay. Ja. Wieso muss ich eigentlich immer das alles machen hier? Nein, ich will eigentlich gar nicht. Darf ich jetzt endlich mal irgendwas machen? Okay, ich fahre jetzt mal zur Arbeit und arbeite endlich mal. Denn ehrlich gesagt, ich habe absolut... nichts. Ich brauche dringend mal ein bisschen Geld und vielleicht auch ein paar Talente. Wäre auch nicht schlecht. Ende von Tag 1. Und ich bin zu müde und ich fahre mal zu Apu. Ich habe noch nicht so viel Geld, dass ich... Du hast Apu getroffen. Ihm gehört der Laden. Schläft er wohl jemals? Und da ist Fat Cat Katzenfutter. Apu. Nix Lieferung. Hi, Mick bat mich dir auszurichten, dass er noch auf seine Fleischlieferung wartet. Oh, okay, ich kümmere mich drum. So. Energy Drinks sind viel zu teuer, um sich leisten zu können. Tiefkühlpizza ist ganz nett, aber ich glaube, ich mache ausnahmsweise mal ein Fleisch ran. Denn das letzte Mal haben wir böse gespielt und haben uns nur von vegetarischen Sachen ernährt. Diesmal sehen wir der absolute Fleischnerd.
Okay, erstmal esse ich etwas Fleisch. Vielleicht ist auch irgendwas, dass man keine Tiefkühlpizza isst, deshalb ist vielleicht auch die Limonade anfangs mit drin. So, jetzt schlaf erstmal ein bisschen. Denn Schlaf macht Spaß, wie es aussieht. Ich sollte auch viel mehr schlafen, das macht viel mehr Spaß. Okay, wir haben eh Hunger. Und rein mit dem Fraß. Und wir gehen wieder zur Arbeit. Wir haben bloß noch 2 Dollar, ich brauche Geld. Okay, wir könnten mal ein bisschen was tun. Ein bisschen trainieren. Auf was wollte ich gehen? Auf Ausdauer, genau. Ich erinnere mich. Habe ich denn überhaupt schon Talente? Nein, ich habe 0 aktuell. Anmeldung ist morgen. Ich glaube, Springseil war... Deine Stimmung ist im Keller. Sie beeinflusst die Effizienz deines Trainings. Ja, trainier trotzdem. Durch Jammern wird es auch nicht besser. Ich krieg halt Zufriedenheit, wenn ich... Die Stimmung ist aber 50%, das reicht eigentlich immer. Aber anscheinend ja nicht. Okay, es wird schlechter. Ausdauer. Hä? Das verstehe ich nicht ganz, weil eigentlich reicht eine halbe Stimmung, um... glücklich zu sein. Komm, geh noch ein bisschen an und sag, ich verstehe das nicht ganz. Oder, jetzt sind es richtige Bälle. Super. Man kann hier übrigens Kraft. Das hier ist, glaube ich, auch alles. Ich will nicht stark austeilen, ich will halt mehr auf Ausdauer gehen, ehrlich gesagt. Okay, das ist nur geschickt, wie mir scheint. Aber weiter. Ich glaube, ich gehe gerade wieder aufs Gleiche. Okay, dann machen wir halt nochmal den Tiger Run. Ich kann gar keinen Springseil mehr springen. Jetzt darf ich. So, auf zu Apu. Apu, ich hab Hunger. Bisschen Energie tanken. Ich brauche dann wieder den anderen Job, der ist einfach besser. Der hier frisst einfach viel zu viel Zufriedenheit, auch wenn der andere vielleicht ein bisschen mehr Geld bringt mit einmal, aber trotzdem. Wie viel habe ich denn Hunger? Da geht ein Steak rein. Mit ein bisschen Glück kann ich dann... Morgen ist der nächste Kampf, okay. Mit ein bisschen Glück kann ich dann gleich ein bisschen... auf die Fresse geben. Ich habe zwar jetzt echt schlechte Stimmung, die wird dann nicht besser. Aber... damit müssen wir jetzt erstmal leben mit der schlechten Stimmung. Es wird alles besser, wenn ich dann endlich mal wieder an die großen Sachen rankomme. Wow, ich bin echt am Boden. Zu müde. Okay, dann fahren wir schnell mit dem Bus dahin. Ich kaufe noch ein bisschen Fleisch, bevor ich wieder überfallen werde.
Ich würde gerne noch ein klein bisschen schlafen müssen. Miau, miau. Ja, ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Ich bin auch hungrig. Interessanter Koffer, wo der wohl gut ist. Ja, wir müssen jetzt halt anfangs diese ganzen Sachen abfrühstücken. Was für eine merkwürdige Maschine. Sieht aus wie ein Fernseher. Ich versuche das mal zu verstehen. Da ist ein merkwürdiger Koffer gefunden. Wie ist überhaupt hierher gekommen? Dein Zuhause. Ja. Nö, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich schlafe jetzt erstmal noch ein bisschen. Ich glaube aber, der erste Kampf war relativ einfach, weil der Gegner, wenn ich mich recht entsinne, alle Werte auf 1 hatte. Ich muss noch aufhören, bevor der Tag rum ist. So, wie bleiben wir jetzt? Gut, dann noch ein Steak rein. Versuchen wir es doch mal. Kämpfer! Ja, der hat alle Werte auf 1. Ich habe immer ein Geschick mehr. Das könnte schon einen Sieg bedeuten. Der kann blocken, der Arsch. Das kann ich nicht. Ich kann nur zutreten und schlagen. Ich bin nicht schlau genug, irgendwie auszuweichen oder zu blocken. Ey, hör auf, mich zu verprügeln. Was fällt dir ein? Ich will dann wieder diese gemeinen Angriffe haben, die den Gegner... Ich glaube, ich verliere diesen Kampf tatsächlich, weil ich nicht ausweichen kann und nichts. Ja, das sieht aber gar nicht gut für mich aus. Der ist irgendwie besser drauf, als ich, obwohl ich mehr Geschick habe. Ist halt blöd, dass ich auch nicht bestimmen kann, was ich machen will. Ich muss halt wirklich auf das hoffen, was er hier macht. Oh, das war ein guter Treffer. Von mir mittlerweile. Auch wenn ich 100 Ausdauer habe, dann kann es auch mal sein, dass ich halt einfach nicht zuschlage. Und das hat mich ja schon im alten Spielstand mal ab und zu genervt. Ja, unser erster Sieg. Und 60 Zufriedenheit, da hat es sich doch gelohnt. Minus 40 Leben. Gut, der Talentbaum, endlich. Ich hätte gern... Ausweichen? Ja, endlich. Es macht viel mehr Spaß, wenn ich nicht ständig getroffen werde. Taktisches Lernen. Blocken will ich gar nicht, ich will halt ausweichen. Ach ja, richtig, das wird ja auch jetzt permanent. Hoher Schlag. Kinnhaken. Der tiefe Tritt, ja, auf den würde ich gern gehen. Nicht viel Schaden, aber die Ausdauer des Gegners geht runter. Ach ja, und diese Sachen sind ja auch ganz toll. Hoher Rückhandschlag ist auch nicht schlecht. Okay, ich gehe wieder den Weg des Tigers, glaube ich. Ja. Das kriegen wir hin. Wir werden sie alle wegfegen. Ja, das wird schon passen. Ich glaube, man soll das eigentlich auch so machen, immer so ein bisschen Training, dann was machen, dann... Wenn man dann arbeiten kurz bevor man dran ist mit Kämpfen, dann den Kampf gewinnen und dann ist die Zufriedenheit wieder da. Okay. Vor allem der Typ trainiert ja wirklich stundenlang. Also man trainiert ja wirklich im Spiel Stunden um Stunden, um überhaupt irgendwas zu erreichen. Da frage ich mich, welche Stärke, welchen Geschick gerade und welche Ausdauer habe ich denn bitte? Allein wenn man regelmäßig 2-3 Wochen eine Stunde lang irgendwas macht, merkt man schon deutliche Verbesserungen. Aber der Typ, der 3-4 Tage hintereinander trainieren, dann wirst du ein klein bisschen besser. Vorher nicht. Braucht dann wieder diesen Wing Chun Apparat. Wenn ich nicht essen müsste. Oder wenn der Charakter nicht schlafen müsste, würde man auch sehr viel verdienen. Aber das habe ich ja dann eh wieder zum Schluss.
dass ich dann einen Charakter habe, der nie wieder schläft, weil ich ihn mit Energy Drinks vollpumpe. So, nächster Kampf ist morgen. So lange werde ich wahrscheinlich nicht mehr essen haben, schätze ich mal. Ich muss nur so viel kriegen, dass ich dann nicht runterfalle über Nacht. Okay, jetzt brauche ich Essen. Ah, ich habe Hunger. Hallo? Hey, hast du mit Kämpfen angefangen? Das ist gut. Ich habe mein altes Kampfhandbuch verschlingen lassen. Vielleicht hilft es dir. Danke, Frank. Ja, das kennen wir ja noch. Ja. Ja, wie toll. Danke. Und auf zum nächsten Steak. Erstmal pennen. Bevor ich dann wieder richtig arbeiten gehe. Ich brauche eine neue Stelle, die ist einfach Mist. Los, auf dem Bau. Geheilt sind wir auch wieder, das ist auch gut. Okay, ich behalte meine Werte, das ist schon mal super. Dann kann ich mich jetzt nochmal richtig schön verausgaben. Ich glaube, aus Energie hat er nichts mit den Werten zu tun, wenn ich mich recht entsinne. Zufriedenheit ist auch nicht das Problem. Nur Leben ist problematisch, glaube ich. So. Nur noch zutreten. Ich schlage nicht mehr, ich weiche nur noch aus und trete zu. Das passt schon. Wir haben eine bessere Reaktion, wir haben eine bessere Genauigkeit und eine bessere Abwehr. Der kann blocken, er kann ausweichen, er kann schlagen und treten. Und wir haben ein bisschen mehr Leben als er. Oh je, gleich eine Fünfer. Ja, da haut man auch gleich eine Fünfer rein, danke. Ah, eine Sechser-Kombo, schon viel besser. Ey, hör auf, meine Sachen nachzumachen. Greif doch mal mehr an. Was für einen Typen haben wir eigentlich, der nicht mal schlagen kann? Ich trete nur noch meinen Gegner. Und obwohl wir mehr... Achso, wir haben ja den Vorteil, weil wir nur zutreten und er schlägt ja auch. Boah, der haut mir gleich mal eine Achter-Kombo ins Gesicht. Na, vielen Dank auch. Gib's ihm. Immer schön feste drauf. Ja, ins Gesicht. Immer schön ins Gesicht treten. Nein, nicht verprügeln lassen. Tritt zu. Wenn wir Glück haben, ist seine Ausdauer vor unserem im Keller. Aber ich glaube, da wird eher die Lebensenergie vorher sinken. Ich hätte es nicht gedacht, aber sein Blocken ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben halt nur den kleinen Vorteil, weil wir halt mehr Leben haben. Aber seine Ausdauer geht immer dezent runter, seht ihr das? Ach, unser Schluffi. Oh. Mann, hör auf, dich schlagen zu lassen. Ich brauche mehr Angriffe. Also diese nur treten und ausweichen ist nicht so das Wahre. Und guck mal, der hat uns jetzt schon fast. Wir haben schon weniger Leben als der. Mann, du Idiot. Tritt ihn zusammen. Tritt ihn einfach auf die Füße, das ist erlaubt. Brich ihm einfach die Zehen, dann kann er nicht mehr ausweichen. Der macht uns fertig. Das ist einfach nur... er blockt nur noch und schlägt nur noch. Interessant. Vor allem, ich habe bis auf Stärke deutlich bessere Skills als er. Er geht auf jeden Fall auf Energie halten. Ich glaube, wir verlieren den Kampf, aber das sieht nämlich schlecht aus. Ich bin nämlich fast am Boden von der Energie. Mal sehen. 96% Trefferwahrscheinlichkeit. Ah, okay. Ich gehe jetzt mal auf Schläge, damit ich einfach wirklich mal treffe. Außerdem kostet das weniger Energie. Wir machen eh noch nicht so viel Schaden. Also ob er jetzt blockt oder wir treffen, macht fast keinen Unterschied. Oh oh.
Wir haben fast keine Energie mehr. Aber jetzt so schaffen wir die tatsächlich, indem wir auch wirklich treffen. Ah, noch ein Treffer. Los. Er tritt wieder. Sehr gut. Das war die richtige Entscheidung, zuzuschlagen. Und 5 Kekse gewonnen. Danke. 5 Kekse. Auf was gehen wir denn? Auf einen hohen Tritt? Stärker als der normale Tritt, aber höherer Energieverbrauch. Tiefer Tritt. Was brauche ich denn? Aktive Talente, okay. Ein tiefer Tritt. Ah, ziemlicher Schaden. 33%. Sehr schön, den will ich auf jeden Fall haben. Gegen wen kämpfe ich denn dann? Hexo oder Macho? Nochmal wahrscheinlich. Okay, den habe ich gerade zusammengeschlagen. Den schaffe ich nochmal. Apo. Ein Steak noch. Ich hätte wirklich nicht die Pizza essen sollen, glaube ich. Ach komm, hört auf, mich anzurufen. Ich muss Leute verdreschen. Hallo? Hey Junge, ich hoffe, du versuchst nicht alles auf einmal hinzubekommen. Ja, 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 nicht alle Talente auf einmal. Ich verstehe nicht. Arbeit, Essen, Schlafen? Arbeit und Schlafen? So ein Blödsinn. Warum sollte ich? Wir sind voll die Helden. Stehen auf, essen was, legen uns wieder hin. Yeah. Hey, hör auf. Ach ja. Ach komm, melden wir uns an. Und wieder ein bisschen Arbeit. Ich setze natürlich Geld ein, weil Zeit ist die wertvollste Ressource im ganzen Spiel. Das darf man nie unterschätzen und nie vergessen. Morgen ist der nächste Kampf, das heißt, ich kann noch ein bisschen arbeiten, das ist kein Problem. Ich muss dann vielleicht ein bisschen auf Stärke gehen, könnte ich mir vorstellen. Wir sind schon in der Negativzufriedenheit, aber das müssen wir jetzt aushalten. Wir fahren einfach nochmal nach Hause. Wir laufen schon fast Gefahr, überfallen zu werden. Und gute Nacht. Und dann gehen wir nochmal trainieren, bevor der nächste Kampf beginnt. Ich hätte gerne meine Werte so auf 3. Nach Möglichkeit natürlich nur. Muss nicht sein, aber... Ich könnte natürlich auch ein bisschen zocken, aber... Das ist nicht so das Beste, um die Zufriedenheit hochzukriegen, wenn ich ehrlich bin. So. Fahren wir noch mit dem Bus hier hin. Wir müssen da eh hin. Noch ein klein bisschen trainieren. Ja, ja, die 10 Dollar bezahle ich gern. Und wir fangen an mit dem Punching Ball hier mal ein bisschen. Vielleicht wird es auch langsam Zeit, dass wir unsere Stärke ein bisschen erhöhen, aber... ich bin unzufrieden. Diese verdammte Zufriedenheit. Passt. Ich würde gerne 2 Werte noch hochkriegen. Werd endlich zufrieden. Okay. Dann haben wir 2 Werte auf Level 3 schon mal. So. Und los geht's. Kämpfen wir. Oh, wir kämpfen gegen jemand anders. Ich hatte auch den tiefen Tritt, oder? Was kostet denn der eigentlich? Der kostet genauso wie der Tritt und... 83% Trefferwahrscheinlichkeit, die ist deutlich höher als beim anderen. Also wir weichen aus und treten gegen das Bein. Klingt doch nett. Der hat den hohen Schlag. 80%, 80%. Der ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Oh, das bringt das überhaupt was, seine Ausdauer auf den Boden zu kriegen? Oh! Man sieht gar nicht, wie viel das ist.
Der teilt ein bisschen mehr aus als ich, habe ich das Gefühl. Einfach nur wegen seinen Skills. Aber ich krieg seine Ausdauer runter. Wenn die Ausdauer auf 0 fällt, dann wissen wir ja, dann kriegt er so richtig auf die Fresse. Aber aktuell krieg ich ziemlich auf die Fresse, wenn ich ehrlich bin. Frage ist, halte ich das lang genug aus? Bis ich dann den richtigen Schalt mache, aber er ist schon fast runter. Jetzt hat er gleich eine kurze Verschnaufpause. Und jetzt könnte meine Glanzzeit kommen. Los, auf 0. Schlag ihn auf 0. Er kann nicht angreifen ohne Ausdauer. Warum hast du nicht zugetreten, du Idiot? Der war auf 0. Lass ihn sich nicht erholen. Tritt ihn zusammen. Sehr gut, jetzt lag er. Jetzt kommt unsere Glanzzeit, wenn er keine Ausdauer mehr hat. Naja, 5 Schaden ist jetzt aber auch nicht so die Welt, wenn ich ehrlich bin. Habe ich irgendwas, was mehr Schaden macht? Zwei an Schaden. 3 an Schaden. Der ist noch... könnte übel ausgehen. Ich habe vor allem volle Ausdauer. Ah, nee, leider. Ich brauche bessere Sachen. Meine Angriffe sind zu schlecht. Ich brauche noch was. Ich bräuchte noch irgendwas, was ihn nicht nur die Ausdauer zieht, sondern was auch noch Schaden macht. Weil ich habe zu viel Ausdauer und zu wenig Angriff eigentlich. Ich habe jetzt darauf gehofft, dass ich ihn vielleicht irgendwie so zu Boden kriege, aber der wird mich fertig machen. Das war's. Ich bin trotzdem zufrieden und ein Keks. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich wieder runterfall. Ah, mir fehlt ein Keks, schade. Das ist nicht Kampfliga.